Wir fangen an in ein paar Sekunden. Hallo George, grüße Sie, wie geht es? Dein Handy, mein Handy hast du? Ist da alles funktioniert. Wir fangen an. Eine Sekunde. Online zu machen, ist auch eine ganze Geschichte. Gut. Let's go. Ja, ist interessant, wie unser Wochenabschnitt erzählt, heißt Balak. Ja, es ist eine sehr interessante Geschichte. Ich will nicht heute auch diskutieren, warum. Weil es gibt eine berühmte Frage, warum nennt man diesen Wochenabschnitt Balak? So, Balak ist kein toller Name. Balak ist ein Name von einem Prophet, der hat versucht. Am Ende hatte er hatte keinen Erfolg gehabt. Und er musste, wie man sagt, der liebe Gott hat ihn gezwungen, eine Bracha über das Volk Israel zu geben. Aber im Prinzip, sein Plan war, eine Flucht zu geben, ja, und einfach die Juden die sollen eine große Strafe bekommen von der liebe Gott, ja. So, wie nennt man diese Parasha Balak, ja, so, soll man überhaupt einen anderen Namen finden? Aber diese Parasha wollte ich etwas anderes sprechen. Das ist vielleicht ein Thema, was nicht viele sprechen über dem. Aber das ist ein Problem, was manche von uns, wir haben das fast jeden Tag. Ja? Schauen Sie zum Beispiel, wo Sie wohnen, ja? George, wo du wohnst. Ja? Und gegenüber dir gibt noch einen Nachbar. Ja? Schaust du in seine Fenster? Schaust du, also du stehst in deinem Fenster, gegenüber diesem Fenster gibt es ein Fenster von deinem Nachbar. Darfst du in sein Haus schauen? Ich frage nicht, was du machst in Realität. Ich frage, was darfst du, ob du darfst. Man soll nicht, aber ich meine, wenn ich in die Richtung schaue. Normalerweise, automatisch werden wir sagen, natürlich nicht. Aber von anderer Seite, also du sagst so, Privatort sollst du nicht schauen. Von anderer Seite kannst du sagen, einen Moment, die Nachbarn, die haben ihre Fenster offen gelassen. Die wissen, dass deine, zum Beispiel, deine Fenster ist gegen sie. Ja. So bedeutet das, sie haben kein Problem mit dem. Ja? Wenn sie wollen einen Abstand halten von der Welt und sie wollen, dass niemand soll etwas schauen, dann sollen sie die Fenster zumachen. Ja? Oder die Vorhänge. So. Und die haben das vielleicht, wie man sagt, es gibt heute zum Beispiel sehr populär, man kann das an Facebook oder beim Fernsehen, es gibt besondere Programme, ja. Man liest eine eine Familie lasst alle zu schauen, wie leben sie in Realität, ja. Es gibt so mehr aggressiv, man lasst 10 Menschen in ein Haus, man schließt vor 30 Tagen, gibt solche Programme, ja. Also ich weiß nicht überhaupt, warum Leute schauen das überhaupt, ja. Also was bringt das überhaupt, was interessiert ihr, aber sehr, ich bemerke, das ist sehr populär, ja. Aber es gibt so auch eine Familie, die lässt eine Fernsehsendung, die soll einfach live übertragen. Es gibt Leute in Facebook, also wir machen jetzt eine Facebook-Übertragung, aber von einem Tora-Unterricht, ja. Es gibt Leute, die machen, gibt solche, ich denke, das ist ein bisschen verrückt, ja. Die machen eine Facebook-Übertragung von ihrem Leben, ja. Warum ist das überhaupt wichtig, ja? Und jetzt ist die Frage, okay, der hat schon in Öffentlichkeit, er hat das an Facebook weitergeleitet. Darf ich als Zuschauer das sehen oder nicht? Du kannst sagen, Entschuldigung, der Mensch hat das allein erlaubt, ja? Und jetzt ist die Frage, und manche bekommen auch Geld auf dem, ja? Die verdienen Geld, die lassen eine Fotoapparat und soll ihr ganzes Leben, sagt man, live übertragen, ja? Und das ist die Frage, das ist, kann ich nicht, was, ob er darf das machen, das ist eine andere Frage. Ob ich als Zuschauer, darf ich in seine Facebook oder in YouTube oder ich weiß nicht was reinkommen und schauen seine private Leben. Und interessant, die Wochenabschnitt erzählt,
Denn wir wollen wissen die Antwort auf dem, das schauen wir in unserer Parasha. Die Parasha bringt etwas sehr, sehr interessant. Dass Balak war ein König von Moab, ja, und er hat Angst gehabt von Volk Israel, vielleicht die werden sein Land übernehmen. Hat er Bilam angerufen, Bilam war, kennen Sie die Geschichte? Ja. Ganz kurz, ja, bekannt. Er hat ihn gemietet, soll er, wie man sagt, schlecht über die Juden sagen. Wenn Bilam zum Schluss kam, er hat etwas gesagt, einen sehr interessanten Satz, was wir sagen, dass jeden Morgen, Matovu, Oalecha Jakob, Mishkenotecha Israel. Die Zelte von Jakob, die sind so schön. Ja, was hat er das Besonderes gesehen? Die Zelte bei jeder jüdischen Familie in die Wüste. Die Haupteingang, also egal, ein Haupteingang beim Zelt, aber jeder Zelt hat einen Eingang, ja, war nie gegen den anderen Eingang von seinen Nachbarn. War immer inter. Das bedeutet, wenn du kommst zu jemandem nach Hause, wenn du kommst raus von deinem Haus, ist du nicht automatisch gegenüber sie, die Haupteingang von deinem Nachbarn. Und davor, das ist interessant, davor er hat diese, wie sagt man, diese Zeniut, diese Abstand, was Menschen haben zwischen Familien, hat er ihm beeindruckt und davor hat er eine große Segensspruch, man sieht das in unserer Parascha, eine große Segensspruch, ja. Interessant, diese Bilam war bis vor ein paar Jahren, er war nicht bekannt. Bedeutet, war bekannt durch die Tora. Aber in die archäologische Welt, die haben nichts gefunden über ihn. Okay, wir wussten, wir sind doch gläubige Menschen, wir wissen, was die Tora schreibt. Es ist klar, dass Bilam, der Prophet Bilam, hat existiert. Ja, das war, wir hatten keinen Zweifel. Aber es war manchmal auch gut zu hören, dass die Archäologen haben auch etwas gehört über ihn. Und vor ein paar Jahren, die haben in Jordanien, die haben ein paar Texte, also Steine gefunden, dass dorthin ist geschrieben, das war so ein aramäische Tempel, so wie man kann das sagen, aramäische Tempel, dorthin gibt ein Stein, also ein paar Steine, dorthin gibt ein Text, wo mehr als, also die Text ist, die rechnen, dass mehr als 3000 Jahre, das passt fast zu dieser Zeit von Prophet Bilam, und die nennen das die Texte von Bilam, und dorthin kommt eine Geschichte, dass der Prophet Bilam sah eine Vision und das Königin kamen zu ihm mitten in der Nacht und die haben ihm informiert, dass die Welt wird bald zerstört sein und Finsternis wird kommen auf die ganze Welt. Ja, so erzählt dieser Text. Ja, natürlich ist es mir egal, was diese aramäische Prophezeiung, ja, aber das gibt mir, einen guten Hinweis, dass der Prophet Bilam hat doch existiert. Ich hatte keinen Zweifel, das ist mir egal, ja. Ja, wenn die Tora schreibt, der Prophet Bilam hat existiert, dann ist es, so ist das, ja. Aber es ist gut zu hören, wie sagt man, eine gute Nachricht von den Archäologen auch, ja. Und dieser Mensch, dieser Bilam, er ist sehr ein besonderer Mensch, also, weil von einer Seite sagt der Talmud, dass er war so ein großer Prophet, so wie Moschee, fast ähnlich wie Moschee. Ja? Bis seine Prophezeiung, Moschee hat das auch in die Tora reingebracht. Ja? Wir werden das am Schabbat lesen. Ja? Und bis Moschee hat, wie man sagt, das geschrieben. Ja? Aber er war ein Mensch, das ist vor ihm egal. Also er war ein großer Prophet, aber bei ihm war Hauptsache, Geld zu verdienen. Er will zum Ziel kommen. Er weiß genau, er nutzt die Kräfte, die heilige Kräfte, was der liebe Gott hat ihm gegeben, er nutzt für seine eigene Interesse. Er denkt nicht, einen Moment, die heilige Kräfte hat mir der liebe Gott gegeben, ja. Bei ihm war alles geistlich, was er hat bekommen, einfach zu nutzen für seine eigenen Interessen. Und zum Beispiel der Bilam ist ein Beispiel, wie ist falsch zu leben. Was bedeutet Leben ohne Tora? Ein Abstand, also bei Bilam war klar, eine Trennung zwischen Kopf mit dem Herz. Es gibt viel hier, was man weiß. Ja? Es gibt viele Professoren, die wissen viel. Aber es gibt einen Abstand zum Herz und auch bedeutet zum ganzen Körper, ja. Die wissen viel, aber das hat nichts mit, wie man sagt, man erzählt über den großen Philosoph Aristo, ja. Das,
Genau, dass er hat etwas gemacht, ich weiß nicht genau, was hat er gemacht, aber er hat was gemacht, sehr nicht moralisch. So jemand hat ihn gesehen, hat ihn gefragt, hallo, wie passt das, dass du, die Große, wie machst du solche Sachen? Sagt er, jetzt bin ich nicht Aristo. Er meinte, es gibt den großen Philosoph in Uni, Kathedral, ja? Und geht, was ich mache in meinem Privatleben. Das hat nichts zu tun, eine miteinander. Und wir wissen immer, dass Leute die Tora ist sehr wichtig. Ist immer wichtig zu schauen, was kann ich geben. Ja, das ist klar. War, die Geschichte mit Bilam war, wie viele von euch wissen, das war kurz. Das Volk Israel war fast 40 Jahre in die Wüste und die waren kurz vor Übergang zum Land Israel. Ja, aber ein Krieg geführt gegen zwei Völker. Sichon, der König von Og, Land Israel, der Balak, der König von Moab, hatte Angst gehabt, weil die zwei größeren Völker, die haben ihm Geld bezahlt, dass sie sollen ihm helfen. Die haben verliert gegen Volk Israel. Ja, so wenn sie haben verliert, wenn die beiden haben verliert, natürlich, er wird natürlich, wie man sagt, verlieren. Ja, im Prinzip, Balak hätte, die Talmud sagt, Balak hätte keine Angst müssen haben, weil der liebe Gott hat Moses informiert, soll er keinen Krieg führen gegen Moab. Weil Moab, sie sind doch unsere Familie, die Moabiten, Hanoch. Moab und Ammon, die sind Söhne von Lot. Richtig? Erinnern Sie die Tora? Erste Buch Moses? Anyway, kannst du noch kurz die Fenster öffnen, ja? Die Moab und Ammon, die waren die Söhne von Lot, ja? Die ganze Geschichte mit seinen zwei Töchtern, ja? Interessant, die Geschichte. Weißt du, George, die Geschichte mit Lot und mit seinen Töchtern, das ist noch ein Hinweis, dass die Tora ist eine sehr echte Buch, nicht eine Fantasie. Weil zum Beispiel, weil die Geschichte mit Lot, mit seinen Töchtern, das ist keine tolle Geschichte, ja? Und wenn das ist ein falsches Buch, die Schriftsteller, hätte das nicht schreiben müssen. Er hätte das überhaupt nicht geschrieben, ja? Wenn ist diese Geschichte trotzdem in die Tora? Das bedeutet, es ist ein echtes Buch. Und wir haben kein, wie sagt man, wir Menschen, wir müssen nicht schämen, das von diesen Fällen, was Lot hat getan, ja? Ja? Okay, gut, so, Lot hatte zwei Söhne, ja, der Ammon und Moab. Und Gott hat Moses informiert, dass er soll keinen Krieg führen gegen diese zwei. Ja, gegen andere, okay, aber gegen diese zwei soll, wie man sagt, also drei Völker, nicht Ammon, nicht Moab, und nicht auch die Söhne von Esau, die Nachfolge von Esau. So drei Völker, sagt der liebe Gott, Moses informierte, soll er keinen Krieg führen. Bitte, dass Balak selbst wusste nicht von diesem Hinweis. Verstehen Sie? Moses wusste, dass er darf keinen Krieg gegen sie führen. Aber Balak, der liebe Gott, hat ihn nicht informiert. Ja, so davor, Balak hatte Angst. Moses, so viel Erfolg, hat man ihm gesagt, die Starkheit von Moses ist seine Mund. Er macht ein Gebet und der liebe Gott hilft einen Erfolg. Wir haben auch einen ähnlichen Mensch, der hat. Das ist der Bilam. Dann rufe ich an, ich werde ihm auch mitten und er wird vielleicht einen Mund gegen Mund. Ich weiß nicht, vielleicht, wie sagt man, er wird bessere können. Ja? Und interessant, der Bilam war in einem Ort, wo heute ist Türkei. Ja? Türkei, Grenze mit Irak, so ungefähr auf der Grenze von heute. Ist interessant auch zu wissen, wie, also Bilam war ein Prophet, aber er konnte viele Menschen schlecht machen. Das bedeutet, wie ein Prophet soll im Prinzip die Hinweise von der liebe Gott weiterleiten, ja? Das bedeutet, er hat so, die Kabbala sagt, dass es gibt eine Minute, eine Zeit, eine gewisse Zeit am Tag, dass der liebe Gott ist. Ich würde das nicht so richtig nennen, er ist nicht sauer, wie man sagt, es ist nicht sauer. Es ist ein Moment, was man kann, diese Gelegenheit nutzen und bei der liebe Gott negative Sachen schaffen gegen Menschen, sagen wir so. Ich will nicht jetzt sprechen, was bedeutet bei der liebe Gott schaffen negativ. Das ist eine andere Geschichte. Aber es gibt so einen solchen Moment, so erklärt die Kabbala. Und der Bilam wusste genau, wann ist das. Ja? Und er wollte diese Gelegenheit nutzen und einfach schlecht über die Juden machen. Am Ende, wie man sagt, die Talmud erzählt zum Beispiel, das war ein Rabbiner, der heißt Joshua ben Levi,
Und er wusste auch genau diese Uhrzeit und jemand hat ihm schlecht gemacht und er wollte planen, auch ihm etwas schlecht machen an dieser Uhrzeit. Und dann er ist schlafen gegangen, aber nicht richtig am Zeit aufgestanden, hat er verpasst die Zeit. Und dann sagt die Talmud, er hat verstanden, dass der liebe Gott ist nicht zufrieden von solchen Sachen. Ja, also es gibt so eine Zeit, ist okay, aber hallo, heilige Menschen, nutzen Sie das nicht, ja, gegen eure Menschen. Ja. Und zum Schluss, und es ist interessant, weil Balak kam zu Bilam und er hat ihm gebeten, soll er die Juden schlecht machen. Und Bilam hat einen Hinweis bekommen, zweiten Hinweis bekommen von der liebe Gott, das ist nicht richtig. Aber trotzdem geht er weiter, er will Geld verdienen, es ist ihm egal. Normalerweise, du bekommst einen Hinweis von Gott, dass er ist nicht begeistert von dieser Sache. Dann, was wirst du sagen zuvor, George? Aufhören, Schluss, bleibe ich zu Hause. Entschuldigung, ist mir egal, wie viel Geld Balak ist bereit, mir zu bezahlen, ja? Da sieht man nochmal, er war ein sehr egoistischer Mensch. Es war ihm egal, was der liebe Gott denkt. Er will was, er kann verdienen, ja? So, ein Hinweis hat nicht geholfen, zweiter Hinweis hat nicht geholfen. Und dann, wie man sagt, dritte, und er hat eine Erlaubnis von der liebe Gott gefragt. Und der liebe Gott sagt ihm, du weißt was, willst du gehen? Dann gehen sie, aber, ja, aber sollst du wissen, dass ich mich nicht zufrieden. Was bedeutet, sagt die Talmud? Der liebe Gott gibt dir einen Hinweis. Du willst trotzdem eine Sünde machen? Ich werde dir nicht zwingen, nicht zu machen. Also in einen Weg, wo der Mensch entscheidet, hinzugehen, der Gott kann ihm einen Hinweis geben, 1, 2, 3. Du willst trotzdem weitergehen und eine Sünde machen? Eine freie Land, wie man sagt, Chanuch, ja? Da kannst du weiter, wie man sagt, weitergehen. Ja? Und dann sagt die Tora, dass Bilam kam auf einen Berg und er wollte, wie man sagt, die Menschen eine schlechte Sache, also eine Flucht geben. Aber das hat nichts, wie man sagt, er hat verstanden, dass er kann, das versucht, eine andere Berg zu erwählen. Und das hat nicht geklappt. Und so weiter. Und zum Schluss, ja, wie man sagt, statt schlechte Sachen, negative Sachen zu sagen auf die Juden, hat er, wie man sagt, eine große Bracha gegeben, ja. Er hat eine Bracha gegeben, was hat man, er hat Hinweise gegeben, dass bei seiner Prophezeiung gibt der Hinweis, dass Mashiach wird kommen. Ja? Ist fast der einzige Ort in der Tora, wo man weiß, dass Mashiach-Zeiten werden kommen einmal. Das ist der Text von Bilam. Stellen Sie sich vor, die große Unterhörung. Er wollte schlecht. Und zum Schluss, er hat so positive Sachen erzählt. Ja? Er hat auch gesagt, dass das jüdische Volk ist, wird ein Volk, was wird allein bleiben. Und wie man sagt, wir sehen, dass die Juden sind immer ein Volk, was viele versuchen, das jüdische Volk zu vernichten. Ja? Aber Gott sei Dank, die haben keinen Erfolg. Ja? Aber man sieht so und so und so. Aber, was ich wollte heute sprechen, er hat, wie man sagt, etwas gesehen, er hat etwas bemerkt und das hat ihm eine Gedanke gebracht, eine Bracha zu geben auf das jüdische Volk. Er hat etwas gesehen, ein Zniut, also die Menschen haben, wie sagt man Zniut auf Deutsch? Systemigkeit? Also anyways, das ist... Nein. Bescheidenheit. Oder? Nein, nicht Bescheidenheit ist von wie man sagt, Sittsamkeit, ja. Vielleicht, so sagt Wikipedia. Ja. Sittsamkeit, aber das ist falsch. Also nicht richtig, einfach Abstand, wie sagt man, von Menschen. Ja. Und so, wie man sagt, die liebe Gott, er hat das bemerkt und das hat ihm so einen Eindruck gegeben, dass er hat so eine so starke Bracha, eine so starke Segen auf jüdische Volk. Und jetzt kannst du fragen, was ist so besonders, dass in dieser Idee, das Abstand zu haben von anderen Menschen. Was ist das so wichtig und so gut, das hat so, wie sagt man, der Bilam so beeindruckt, dass er wollte die Juden ein Bracha geben. Und von das, was Bilam sah, das kommt bis die Talmud. Die Talmud sagt, davor wissen wir von dieser Geschichte von Bilam, das ist ein Hinweis, dass wenn damals, heute ist nicht so, aber damals vor vielen Jahren, das war so ein Hof, viele Nachbarn, es war ein Hof, viele wohnten, also die Eingangs waren zum Hof, ja, und von hier alle sind draußen zur Hauptstraße gegangen, ja. Aber die Talmud sagt, du sollst, wie man sagt, nicht kein Fenster öffnen. Ich werde erklären, warum heute dürfen wir das doch. Aber damals, die Talmud schreibt,
Du darfst kein Fenster öffnen zu einem Hof, was gehört zu allen. Warum? Das bedeutet, haben Sie verstanden? Nicht der, was kann verletzt sein, er muss sich selbst verstecken. Du, was kannst du vielleicht jemanden verletzen? Du darfst nicht öffnen. Wissen Sie, es gibt immer die eigene Diskussion bei Gott soll behüten alle und alle Frauen. Bei Verwalt gibt es solche Täter, die vergewaltigen, ja? Und die sagen, ja, sie hat mit falscher Kleidung gegangen. Hallo, sie kann gehen mit was sie will. Du sollst achten auf was du machst. Ja? Der, was wurde verlässt, er ist nicht der Täter. Ja? Der, was hat, er ist der Täter. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Manche sagen, ja, warum hat sie in diese Straße gegangen? Hallo? Das sagt der Talmud auch. Du darfst nicht sagen, einen Moment, warum soll ich die Fenster zum Hof nicht öffnen? Er soll verstecken. Nein, du als Täter, als Potenzial, ja? Potenzial als Täter zu sein, du musst achten und in diesen Ort nicht kommen, ja? Ja, zum Beispiel, manchmal ich sage immer Menschen, die sagen, ja, diese Frau ist nicht so, wie sagt man mit, sie geht auch so auf eine Straße. Sag ich, Entschuldigung, da schließen sie deine Augen, gehen sie auf eine andere Straße. Du musst achten. Du hast kein Recht, eine Frau zu sagen, wie muss sie anziehen. Ja? Ich spreche nicht die Talmud, die Tora sagt sowieso. Aber wenn eine andere Frau entscheidet, wie sie will, du darfst sie nicht sagen. Hast du Probleme mit dem? Dann geht sie auf die andere Straße. Okay? Klar? Einverstanden? Wenn nicht, dann sagen sie. Ja? So ist das, habe ich in die Tora studiert. Und das sagt die Talmud. Die Talmud sagt nicht, ja, ich wohne neben Hof. Wir haben denselben Hof. Wir sind alle Partners im selben Hof. Warum darf ich nicht die Fenster öffnen? Er soll nicht kommen ohne Kleidung in seine Fenster. Also, verstehen Sie, der ist ein Nachbar. Sagt die Tora, er kann machen, was er will, wie man sagt, ja. Du darfst nicht öffnen dein Fenster, ja. Das bedeutet, sehr extrem, weil ich sitze in meinem Haus, ich will ein Fenster öffnen zum Hof, ich will frische Luft, so wie jetzt haben, ja. Das heißt, sagt die Tora, nein, du darfst nicht ein Fenster zum Hof öffnen. Warum? Weil vielleicht, es ist nicht sicher, dass wirst du jemanden, wie man sagt, verletzen. Aber vielleicht gibt es hier ein Potenzial, jemanden schlecht zu machen. Dann, wie man sagt, du darfst nicht das öffnen. Und auf dem gibt es nicht Verzeihung. Du darfst keine Tür, wenn du wohnst hier und deine Nachbar wohnt hier, du darfst hier keine Haupttür machen und hier gegen die Haupttür von seinem Eingang. Ich werde euch erklären, warum es heute ist anders. Aber damals, jetzt ist eine Frage, ja, wie viel Abstand muss ich haben von Wohnung zu Wohnung, von Fenster zum Fenster? Sagt man, okay, 2 Meter oder es gibt so eine Maß, man kann schauen, ja. Und man muss sehr, sehr, es gibt viele, was die Rabbiner schreiben, ein großer Rabbiner hat geschrieben, er kam zu einem Ort und in diesem Ort haben sie nicht geachtet auf diese Tradition, Abstand zu haben, Familie zu Familie. Und er hat gesagt, dass er war sehr scharf geschrieben gegen den, ja. Und jetzt, heute ist anders, weil heute, damals, also gleich zu fahren, damals in den Häusern waren keine einzelne Zimmer. Ich spreche nicht bei den Königen, aber bei normalen Familien. Wenn du kommst in den Haupteingang, öffnest du sofort Matratzen, so und so und so und so, alles in ein großes Zimmer. Das bedeutet, wenn du öffnest die Tür. Ein Schlafzimmer. Genau, ein großes Schlafzimmer. So, wenn du wirst die Haupttür öffnen, siehst du alles. Ja, heute gibt Wohnzimmer, danach Schlafzimmer, dann heute, davor ist es nicht problematisch, man kann Nachbar gegen Nachbar. Aber natürlich auf die Idee von den Fenstern muss man, wie man sagt, achten, ja. Und jetzt kannst du fragen, ja, warum ist das so, diese, wie sagt man auf Deutsch nochmal, es ist, Sittsamkeit. Ja, wie sagt man? Sittsamkeit. Sittsamkeit, warum ist das so wichtig, dass die Tora schreibt, wo es gibt Sittsamkeit? Nochmal? Okay, egal. Wo gibt Abstand so zwischen Menschen, ist das wichtig. Dort gibt Kedusha, gibt Heiligkeit und wo gibt nicht, dann gibt keine Heiligkeit. Ja? Und so die Talmud schreibt, es gibt ein paar Sachen. Wenn du schaust
zu jemand anders in sein Haus. Du kannst ihn verletzen in drei verschiedene Varianten. Erst, du kannst, wie soll man sagen, so eine, also schlechte Augen machen oder neidisch zu sein, weil du bekommst Informationen, du siehst, hat ein schönes Haus, ein schönes Haus. Fängst du an, jetzt mit deiner Freundin zu sprechen, negativ über jemand anders, ja? Und das wird automatisch sein. Normalerweise, wir sind Menschen, du siehst, er hat ein schönes Haus, schöne Kinder, schöne das, das, das. Und drittens, wenn du hast die Möglichkeit, bei jemand anders zu schauen, bei ihm zu Hause, dann verhinderst du ihm Sachen, was er will, zu Hause zu machen, weil er hat immer Angst. Ja? Er will zum Beispiel, er will seine Frau küssen wegen Liebe, ja, aber er kann nicht, ja, weil er weiß, dass seine Nachbar sitzt, ja. Ja, zum Beispiel, ja, und dann ist es nicht gut, weil es wichtig soll sein, Liebe zwischen Partners, ja. Ja, und dann ist es, davor ist das, wie man sagt, und was ist mehr? Wenn es gibt keinen Abstand, wenn es gibt diese Sache nicht, dann ist es schlimmer. Also wenn es gibt keine Sittsamkeit, dann nicht nur du verletzt andere, du verletzt dich selbst. Und das ist der Hauptpunkt von heute. Du verletzt dich selbst. Warum? Ich erzähle euch eine Geschichte. Es war eine Geschichte mit dem fünften Rabbi von Chabad. Er war ein kleines Kind und hatte einen Bruder. Und die haben, wie man sagt, er hat diskutiert als Kind schon mit seinem Bruder, was ist die Unterschiede zwischen einem gläubigen Mensch und kein gläubigen Mensch. So hat er diskutiert. Was ist, wie man sagt, also was sind die Unterschiede? Wir essen, kein gläubiger Mensch isst auch. Wir schlafen, er schläft auch. Aber was ist die Unterschiede? Sie haben diskutiert und die war keine Lösung zwischen beiden. Sie haben nicht verstanden, was ist die Unterschiede. Also was ist die inneren, also natürlich, es gibt äußerliches Unterschiede. Also der ist gläubig und der ist nicht gläubig. Aber was ist die Hauptpunkt, die Unterschiede zwischen einem gläubigen Mensch und keinem gläubigen Mensch? So, die kamen zu ihrem Vater. Und der Vater hat gesagt, ich werde euch beweisen. Er ruft an, der Bauer, der hat bei sich geputzt. Ein Putzmann, nicht der Putzfrau, noch ein Mann, der hat bei sich gearbeitet. Ha? Ein Diener. Ein Diener, aber er war ein Bauer, wie man sagt. Er war nicht gläubig. Er hat gesagt, hast du heute gut gegessen? Sagt er, ja. Hat er gut geschlafen? Sagt er, ja. Und warum schläfst du? Warum isst du? Sagt er, soll ich leben können? Und warum lebst du? Vor was? Und was bedeutet, ich kann später, heute Abend in die Kneipe hingehen und was gut trinken. Ruft er an, einen anderen gläubigen Mensch, der war bei ihm. Seitdem hast du gut gegessen? Sagt er, ja. Gut geschlafen? Ja. Warum schläfst du? Isst du? Sagt er, soll ich leben können? Warum leben sie? Was ist das? Was ist das Ziel von ihrem Leben? Soll die liebe Gott dienen können. Das sind uns alle essen selbes, alle schlafen selbe. Alle haben, jeder eine hat einen Partner oder eine Partnerin. Ja? Aber die Ziel von Leben bei diesem Bauer war, eine gute Wodka-Becher in Kneipe zu trinken. Und bei ihm war, Gott zu dienen. Und wie man sagt, die Geschichte geht so, dass er hat so ein bisschen geweint. Da sagt er, ich schaffe das nicht so gut. Ja? Ich bin nicht so eine Heilige. Das bedeutet, die Hauptsache in unserem Leben ist nicht, was du machst. Die Hauptsache in unserem Leben ist, warum machst du das? Was druckt dir, wie man sagt, was ist das Hauptziel in deinem Leben und was ist nicht die Hauptsache in deinem Leben? Ja? Wir haben so immer einen Streit, weißt du, Sascha? Wir haben immer einen Krieg, nicht einen Streit. Einen Krieg zwischen unserem Körper und unserer Seele. Jeder eine versucht, stärker und größer zu sein. Unser Körper ist eine wichtige Sache. Mit dem können wir heiraten, mit dem können wir Kinder zur Welt bringen, mit dem können wir essen und alles, aber der Körper ist noch eine Mittel, Hanoch. Ist noch eine Mittel, wie können wir hier leben und Mitzvot machen und ein gläubiger Mensch. Das ist nicht die Hauptsache. Natürlich müssen wir unseren Körper schützen. Das ist eine große Sünde, sagt die Tora. Wir dürfen nicht unseren Körper verletzen. Aber nicht, weil der Körper ist die Hauptsache. Der Körper ist nur eine Mittel. Und wenn du wirst verletzen, deinen Körper, dann wirst du automatisch Probleme haben, die liebe Gott zu dienen. Ja? So, die Ziel ist nicht dein Körper, die Ziel ist deine Neshama. Katja, richtig? Ja? Und ähnlich zu dem, es gibt eine Geschichte bei
Die Talmud erzählt in Zeit von den Römern, die haben viele Menschen doch von Israel als Sklaven mitgenommen und die haben sie benutzt als Gladiator und solche Sachen. Und die Talmud erzählt, dass ein Rabbiner, Joshua ben Hanania, kam einmal nach Rom und er sah ein junges Kind, er war ein sehr hübsches Kind und er war im Gefängnis und man wollte ihn als Sklave zu verkaufen und wer weiß, was wollte man noch mehr mit ihm machen. Und Rabbi Joshua ben Hanania hat gesagt, wenn dieser Mensch ist so stark und so hübsch und so, bedeutet er kann auch eine große. Bedeutet, Rabbi Joshua ben Hanania hat nicht nur geschaut auf diesen Mensch, so ein starker Mensch, so ein hübscher Mann oder was, ja. Er sagt, nein, wenn er ist so stark und hübsch und alles, bedeutet stark kommen. Die Frage, auf was konzentrierst du? Auf deine Neshama. Das bedeutet, gesagt, diese Sittsamkeit ist das wichtig. Sätze von dieser Sittsamkeit. Da zeigst du, was zeigst du? Wo meine Priorität ist. Genau, was ist bei dir wichtig? Dein Körper? Mit dem, was die Körper hat? Oder die Ziel von, wie man sagt, unsere Leben? Ja? Wenn du achtest auf die Sittsamkeit, bedeutet, zeigst du, dass dein Körper ist ein Mittel. Richtig? Haben Sie kapiert? Wenn jemand achtet nicht auf die Sittsamkeit, was zeigt er? Und er macht immer ein Spiel mit seinem Körper, in verschiedenen Formen. Was zeigt er? Der Hauptziel ist mein Körper, nicht der liebe Gott. Davor, wenn Bilam hat das bemerkt, er hat bemerkt, dass die jüdische Volk ihre Zelte ist ein Zelt nicht gegenüber einer anderen Zelt, also die Jordanien nicht gegeben hat. Er bemerkt, oh, die haben eine Sittsamkeit. Bedeutet, bei diesen Menschen ist der Körper nicht Nummer eins. Das bedeutet, wenn die Körper ist nicht Nummer eins, nur die Seele ist Nummer eins. Gott zu dienen. Oh, solche Menschen werden ewig leben. Diese Volk wird ewig bleiben. Weil wenn die Ziel ist, deine Körper, heute ist da, morgen ist weg. Ja? Interessant. Die Rabbi, ist von mir, es war immer nicht die Sprache, ich weiß nicht, ob ich habe euch das erzählt. Unsere Rabbi, der ist 1994 gestorben. Er hat einmal in seiner Rede, in den 70er Jahren, er hat etwas gesagt, Hanuch, und es war so scharf. Normalerweise, der Rabbi spricht nicht so. Weil der Rabbi war immer positiv, ja, so, immer positive Sachen. Und er hat so einen Text gesagt, ich war überrascht, das zu sehen, dass der Rabbi hat so gesprochen überhaupt. Und der Rabbi hat so gesagt, ich sage das in meinen Wörtern, aber das ist fast genau, was der Rabbi hat gesagt. Der Rabbi hat gesagt, eine gläubige Frau geht auf die Straße ohne Sittsamkeit, ja? Warum, ich spreche nicht jetzt wegen der Hitze, ja? Ich spreche in andere Formen. Verstehen Sie, was ich meine? Warum geht sie so? Sie will, dass ein junger Mann soll sie Hallo sagen. Jetzt, sie kann doch mit ihrer Klugheit einen Menschen beeinflussen. Aber vielleicht hat sie keine Klugheit. Also sie hat keinen großen Kopf. Vielleicht kann sie mit ihrer Schönheit einen jungen Mann beeinflussen, aber vielleicht sie hat keinen. Die einzige Sache, was sie denkt, dass sie kann einen jungen Mann beeinflussen, der soll sie Hallo sagen, das ist mit ihrer anderen Teil von ihrem Körper. Sagt der Rabbi so. Wenn ein junge Mädchen geht so auf die Straße, sie nimmt so ein Schild. So sagt der Rabbi. Hallo, junger Mann. Ich bin kein kluger Mädchen. Ich bin kein schönes Mädchen. Ich habe nur eine Sache dir zu zeigen. Das ist die schlimmste, so denken Sie, sagt der Rabbi. Das ist die schlimmste Stufe, was kann eine gläubige Mädchen runterfallen. Ja? Ich spreche nicht wegen... Es gibt wegen Hitze ist was anderes. Aber verstehen Sie genau, was ich meine, ja? Du bemerkst, dass eine Frau geht in eine Form, das ist nicht, weil es zu heiß für sie. Sie will einfach Menschen beeinflussen. Ja? Egal, was sie will von dem verdienen. Es ist nicht... Wenn du bist ein kluger Mensch, kannst du doch Menschen durch deine Klugheit beeinflussen, nein? Aber sie denkt, nein, sie hat nicht etwas Besonderes.
wenn du bist halt ein schönes Gesicht, dann wirst du auch Menschen beeinflussen. Ja? Vielleicht, das hat sie auch nicht. Was? Schönes Gesicht ist deine Glaubenssache. Ja, das bedeutet, wenn sie geht in eine andere Form, was bedeutet, sie sagt, ich habe nicht das, nicht das, nicht das, nur das. Und das ist, jetzt hat nichts, die Männer, die auf die Straße gehen, ja, als gläubiger Mensch, du darfst dieser Frau nichts sagen. Das ist ihre Sache. Wenn du ein Problem mit dem hast, dann gehen sie bitte auf die andere Straße. Ich sehe manche Menschen, es gibt so in solche verschiedene Orte, die sagen, Entschuldigung, dann machen sie deine Augen zu. Wo ist dein Problem? Ja? Gehst du vor, man sagt so bei uns, das sollst du immer, wie sagt man, jüdische Texte im Kopf haben. Warum? Weil wenn du auf die Straße läufst, und du musst auf die Straße laufen, und es gibt manchmal keine tolle Sachen auf die Straße, dann soll der Kopf mit etwas anderes voll sein. Ja? Weil man sagt so, dass der Mensch denkt immer, du kannst es dem Menschen sagen, soll er nicht aufhören zu denken, auf was er sieht. Du kannst sagen, bitte nicht denken, auf was du siehst. Ja? Der Kopf denkt immer ganze Zeit. Aber wenn du siehst etwas nicht richtig, dann fängst du an, über heilige Sachen zu denken. Ja? Und dann kannst du vielleicht, wie man sagt, in Ordnung bleiben. Und das ist, wie man sagt, nochmal, das ist genau, was der Bilam hat bemerkt bei den jüdischen Volk, bei den gläubigen Menschen. Ja? Dass sie machen ihre Körper nicht Nummer eins. Sie wissen, warum, wie man sagt, leben. Es gibt so manchmal, der Rabbi hat einmal gesagt, in einer von seinen Reden, dass Sittsamkeit, wenn jemand achtet nicht auf den, er kann bei Menschen, bei anderen Menschen, schaffen so schlimme Sachen, was normalerweise, der Rabbi sagt so, bei jeder Mensch gibt ein Potenzial von schlechten Sachen. Es kann sein, aber ein ganz niedriges Niveau, ganz versteckt. Ja? Aber wenn jemand, wie man sagt, versucht, in eine solche Form zu gehen, er druckt, wie man sagt, sehr schlimme Sachen raus. Warum ist das wichtig, wie man sagt, und noch einmal, wir dürfen nicht sagen, dass der Täter, ja, wie ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Täter hat 1% von Recht. Der Täter, oder ich weiß nicht, wenn jemand macht etwas falsch, er ist absolut schuld, er hat Verantwortung, das hat nichts mit der Frau zu tun. Ja? Sie kann gehen, wie sie will, und du darfst nichts machen. Ja? Aber wie man sagt, es ist interessant, hat man auch die Forschung haben geforscht, die haben bemerkt, dass die, was haben Frauen vergewaltigt, da waren nicht mehr als 50% von den Frauen waren mit normaler Kleidung. Das bedeutet, es hat nichts mit der Kleidung zu tun. Das ist einfach mit der Täter, er ist ein Kriminell und er will Menschen einfach kaputt machen. Und wenn jemand macht so eine solche Sache, das ist die Schlimmste, weil du das ist wie die Tora schreibt, weißt du, wenn jemand macht solche Sachen, das ist wie ein Mord. Wie ein Mord. Ja, du hast der Mensch, er ist lebendig geblieben, aber du hast ihn lebendig getötet. Ja, das ist eine schlimme Sache. Ja, aber wir sprechen, das ist, wie sagt man, man sagt extrem auf die andere Seite. Wir sprechen einfach normal. Dass Menschen müssen, wie man sagt, in normale Sittsamkeit einfach leben, weil einfach das zeigt, was ist das Ziel von unserem Leben. Ein Mann und eine Frau heiraten eine miteinander. Nicht nur. Die Schönheit von der Frau, es ist richtig. Der Mensch will mit einer schönen Frau leben oder mit einer klugen Frau leben und alles. Aber was ist die Ziel? Was ist die Hauptsache? Ja? Ich habe nicht gesagt, dass ein gläubiger Mensch muss mit einer Frau, was ist das Gegenteil von hübscher Frau, zu heiraten. Ja, nein, das habe ich nicht gesagt. Ja? Aber ich meine, was ist wichtig? Was ist wichtig? Was ist die Hauptsache? Hauptsache ist die Schönheit von der Frau oder auch Gegenteil. Gibt es Frauen, die sagen, eine hübsche Mann. Hallo, der hübsche Mann ist für eine kurze Zeit, 5 Jahre, 10 Jahre. Danach geht es. Ja? Was wirst du mit diesem Mann später machen? Ja? Wenn du heiratest mit ihm für einen heiligen Grund, du willst eine Familie gründen, du willst eine gläubige Familie gründen, dann ist es nicht schlecht und das ist okay. Ja,
dass der Mann sieht aus gut und die Frau sieht aus gut. Und das ist alles super, das ist in Ordnung. Ja? Ist egal, dass ich, im Allgemeinen, jeder eine hat eine andere Schönheit in seiner Vision. Ja? Jemand sieht, ja, das ist egal, ich spreche nicht über diesen Punkt. Das ist gut, aber die Hauptsache ist, nicht die Schönheit, nicht der Körper von dem Menschen. Und der Prophet Bilam hat das sofort bemerkt, schon vor 3000 Jahren, dass ein gläubiger Mensch, die Basis von einem gläubigen Mensch ist nicht seine Körper. Nochmal, ich bin nicht extrem auf der anderen Seite, George. Man muss beide, nicht das, nicht achten auf den Körper. Nein, es ist okay. Wir haben, liebe Gott hat uns seinen Körper gegeben, da müssen wir auf dem achten, ja. Und der Mann soll, weißt du, ein Mann hat mir gesagt, seine Frau ist so, sie ist so dick, ja. Sag ich, entschuldige, du bist selbst dick, was willst du von sie? Ja, er ist so dick, 100 Kilo, so, und er will seine Frau so, ah, Entschuldigung, ja, was willst du von sie? Ja, er hat Probleme mit seiner Frau, du bist auch so. Ja, was willst du? Ja, okay, jeder eine kann, wie man sagt, achten auf sich selbst, auf seinen Körper. Ja, ich spreche nicht, das ist nicht schön, das ist einfach nicht gesund. Ja, das ist einfach nicht gesund. Ja, was wollen wir nach 120, die sollen Insekten unten haben, was mehr zu essen? Was wollen wir? Ja, am Ende. Lieber besser gesund zu leben und so. Ja, aber die Hauptsache, ja, aber was wird mit uns sein am Ende nach 120? Ja. Am Ende wird man nach einem Jahr, gibt keine Knochen. So. Ich habe, weißt du noch, ich habe mit jemandem einmal diskutiert über Spende von, nach dem Tod, ja. Hat er mir gesagt, ja, ich will Spende geben, aber was wird sein, wenn Mashiach wird kommen und wir werden alle aufstehen. Mein Leber wird nicht mehr da sein oder mein Magen oder ich weiß nicht was. Sage ich ihm, Entschuldigung, nach einem Jahr gibt nichts mehr. Sowieso, alles ist weg. Gibt nur Knochen. Ich spreche nicht jetzt über die Thema. Man darf nicht so einfach spenden, weil man muss. Es gibt eine große Diskussion, wann ist der Moment von dem Tod von der Mensch? Ja, ob die Herz, wenn die Herz aufhört zu funktionieren, das ist der Moment von Tod oder wenn die Gehirn hört. Aber ich finde, es ist ein Thema. Aber wenn alles ist okay, ich bin die Erste, was ich bin bereit zu spenden, Teile von meiner Körper. Wenn ich sterbe, warum soll ein anderer Mensch keine, also wenn ein anderer Mensch kann diese Teile nutzen, warum nicht? Was wird Mashiach kommen? Wenn Mashiach kann ein toter Mensch aufstehen, dann wird auch ein anderer Teil organisieren. Ja, wo ist das Problem? Ja, sehen Sie, es gibt ein anderes Problem, ist, wann ist der Moment von dem Tod? Das ist ein anderes Thema, das muss man eine Lösung finden. Aber die Idee von Spende, ja, warum nicht? Ja, was willst du, dass die Insekten unten sollen dein Herz es fressen? Ja, lass die jemand anderes soll von dem, sehen Sie? Ja, aber wir müssen den Körper pflegen. Bis zum Tod? Nein, hinterher auch, weil Gott will den anderen Menschen auch retten. Das ist nicht dein Verantwortung. Dein Herz ist dein Herz. Also du stirbst sowieso. Entschuldigung, ja. Du bist 120, ja? Du stirbst sowieso. Jetzt. Dein Teil nach 120 kann jemand, dein Herz, deine Lungen, ist mir egal, kann jemand anders retten. Warum nicht? Ja, aber ich meine, wenn Gott will, der andere retten, braucht nicht dein Herz. Weißt du, wenn so, weißt du, wenn so sprichst du, warum gehen sie zum einem Arzt? Der liebe Gott hat dir krank gemacht. Genau, weil ich Gott, muss Gott für abortiert sein. Nein. Der liebe Gott hat dir krank gemacht. Wenn er will dir gesund machen, soll er dir gesund machen. Er hat Verantwortung. Ja, aber gehen wir zum Arzt. Warum gehen wir zum Arzt? Nein. Sowieso deine Körper, was die Talmud sagt, das gehört nicht dir. Meine Körper gehört nicht mir. Ganz genau. Sowieso, ein Moment. Nur wenn das gehört nicht dir, dann warum nicht? Soll er ihm geben? Gott wird mit dir sprechen nach 120. Nicht jetzt, vor deinem Tod. Ja, aber nein, also ich meine, es gibt ein Moment, so, der liebe Gott macht jemanden krank, derselbe Gott hat auch ihm gesagt, die Tora sagt, du sollst mit dem Arzt sprechen und der Arzt soll dich retten. Und wenn wir wissen 100%, einen Moment, wenn wir wissen 100%, dass du bist tot, 100%, das ist ein großes Thema, wann bist du diesen Moment, dann warum soll man die Teile nicht benutzen? Warum sollen die Insekten das essen? Das ist besser.